This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth. Stay close, never walk away. Your grace is hard to find these days. I hear the sound of your rebirth. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, heute mal ein bisschen Jagdklamotten, Jagdsachen. Ich habe hier mir von Savotta den Tarraco besorgt. Ich hatte den auf der Messe gesehen und Geschichte dazu ist, ich hatte mal so einen Ganzlinger von Eberlistock und prinzipiell fand ich das den cool, aber die eigentliche Sache war, was mich ein bisschen gestört hat, war definitiv, ich hatte der wog nur allein der Rucksack, der Waffenrucksack wog 4,5 Kilo. Das heißt, du hattest dann noch nichts drinne und hast schon von vornherein so ein brutal schweres Gewicht gehabt. Der war natürlich sehr stabil, der wird ja auch von den Einheiten bei uns in Deutschland, auch in vielen Militäreinheiten benutzt. Und als ich dann diesen Tarraco von Savotta sah, habe ich mir gedacht so, yes, das ist es. Kleinen Moment, nein. Chaco, Fuß! Chaco, komm her! Chaco! Und den Hund heranrufen, damit er, komm her, hierher, ablegen und bleib. So, jetzt ist er hier. Ja, und da habe ich mir diesen Tarraco dann gekauft. Diesen Tarraco gibt es in diesem, was ist das hier, so ein Digi-Camo, so ein Woodland-Digi, weiß der Geier was. Den gibt es aber auch in braun und in grün. Ich hatte mal gewählt, einfach so, ich dachte so, Camo ist nicht schlecht. Wenn er irgendwo mal zufällig rumsteht, sieht ihn nicht jeder. Und dann laufen die Leute wenigstens an meiner Waffe vorbei und an dem Rucksack vorbei und klauen mir das nicht gleich, wenn das hier im Gebüsch mal steht. Zumindest, wenn ich am Hochsitz arbeite. Ja, der Tarraco. Ihr habt hier ein großes Waffenfach. Hier wird einfach die Waffe eingeschoben. Ne, das passt dann so rein. Ihr habt hier ein Hauptfach, hier sind jetzt, ich habe das mal eben drauf gemacht, hier gibt es so eine Tasche, entschuldigt, wenn es hier ein bisschen laut ist, eine Vortasche, die könnt ihr als Trocknungstasche nehmen, als Wildtasche. Ich habe jetzt hier mal eben ein paar ein Schimmack und ein Netzschal drin, ein Tarnschal für die Jagd. Ja, und der Tarraco ist in sich schon sehr, sehr leicht. Und dadurch spart ihr schon mal Gewicht, denn der Eberle-Stock hatte gar nicht viel Fassungsvermögen und dieser hat ja auch 30 Liter, das ist nicht sehr viel, aber hier kriegt ihr dann eure Sachen rein, eure Ausrüstung, was man so hat, Fernglas, Entfernungsmesser, ein paar Jagdutensilien und Wildbergehilfe, hier ein bisschen Handschuhe, Markierungsband, das was man so im Allgemeinen dabei hat bei der Jagd. Habe ich hier verstaut. Hier hinten drinne ist noch so eine Regenhaube, die ist hier mit drinne, unten am Fuß. Und hier oben habt ihr noch eine Netztasche. Hier habe ich dann ein bisschen für Windrichtung. Können wir eben gucken, von wo der Wind kommt. Dann habe ich hier noch ein Feuerzeug, ein Reserve-Taschenmesser, ein paar Batterien und eine Lampe mit drinne. So hat man sein Gerödel dabei. Es ist doch immer eine ganze Masse, was man eigentlich zur Jagd an Ausrüstung dabei hat. Und so habe ich das in einer Tasche, schlepp das Ding somit auf den Hochsitz rauf. Die Waffe ist sicher und safe da drinnen. Und ja. Ja, mir gefällt der sehr gut. Ich habe hier noch ein Sitzkissen.
wenn es mal ein bisschen kälter wird. Und jetzt haben wir Sommer, jetzt ist ja richtig warm. Das wollte ich euch mal vorstellen, dieses Gerät. Ich finde, weil der Tarraco so leicht ist und hier mit Klamotten und Waffe bist du ja schnell bei über 10 Kilo an Gewicht. Und wenn der Rucksack eben allein schon von sich aus so schwer ist, finde ich, dann hat man, das muss nicht sein. Hier haben wir noch so einen Schnürzug, da kann man das eben zumachen. Ja, und ich finde, im Verhältnis ist der mit seinen 149 Euro, ist der gar nicht so teuer. Also für im Vergleich zum Eberle oder so. Und die Qualität ist gut, der trägt sich sehr gut, dieser hier. Also ich finde den sehr gut. Ihr habt hier Kompressionsriemen an der Seite. Hier bei diesem habe ich jetzt an der Seite auch noch ein bisschen Ausrüstung dran. Ich habe hier meinen Sauentöter zum Abfangen. Ich habe hier noch eine Reservetaschenlampe und ich habe hier meine Aufbrechsäge noch von Castrum. Die ist auch da dran. Ja, und so habt ihr dann hier ein schönes gepolstertes mit Bauchgurt, ein gepolstertes gepolsterten Rücken, hier mit Brustriemen, alles dabei wie beim normalen Rucksack. Und wenn man das nicht braucht und den als normalen Rucksack nehmen will, kann man das hier einfach einklappen und guckt dieser Waffenkuppel nicht raus. Dann habt ihr nur einen Rucksack. Und mir gefällt das Ding echt gut. Kritik würde ich sagen, als einziges, was mir ein bisschen, das hier könnte etwas weiter sein, weil man muss die Waffe schon ein bisschen, ja, so ein bisschen reinkopeln. So, jetzt ist er drinne. Aber ansonsten sitzt das alles sehr gut, kurz und bündig und schön eng zusammen. So mag ich das und finde ich geil. Also, könnt ihr ja, ich habe unten wieder einen Link drin. Savotta Tarraco. Und jo, jetzt wollen wir mal sehen, dass ich heute Abend noch meinen Bock endlich schieße. Ich habe war jetzt hier schon zigmal ansetzen und hier tut sich überhaupt nichts im Revier. Ich sehe hier nicht ein Stück Wild. Also es ist hier irgendwie wie leer gefegt. Vielleicht habe ich ja heute Abend mal ein bisschen Jagdglück. Das wäre schön. So, denn das wär's. Ich werde vielleicht noch mal jetzt noch ein paar Bilder hinten dran hängen von dem Ding als Close-up und danke fürs Schauen, liebe Leute. Bis denn. Tschüss. Night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.